Hallo liebe Heimkino-Freunde, ich begrüße euch hier. Wir haben heute, habe ich eingeladen, den Ecki Schmidt. Immer wieder gerne. Hallo Ecki. Ich begrüße dich. Und zwar, heute geht es um ein ganz wichtiges Thema, was ich denke, was wichtig ist, wenn man jetzt Technik kauft, die natürlich auch benutzt wird und wo man nicht drinsteckt, ob vielleicht doch mal das eine oder andere passieren kann, was jetzt vielleicht ungewollt ist, aber doch zum Ausfall führt, zu gewissen Schäden. Und da wollen wir jetzt mal reden, was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie? Wer hat denn da welche Pflichten und welche Rechte hat denn der Kunde? Das ist jetzt mal ganz wichtig. Und jetzt erstmal gehen wir erstmal zu der Gewährleistung. Das hat ja was mit uns Fachhändlern zu tun. Richtig. Also wir sind jetzt beide keine Anwälte, aber Ich glaube, du als großer Online-Händler und auch als Fachhändler hast bestimmt schon einiges an Erfahrungen gesammelt mit Garantien und Gewährleistung. Ja, das bleibt natürlich nicht aus. Also ich meine, es ist ja so, wir verkaufen ja sehr, sehr viel jeden Tag und natürlich haben wir da auch schon etliches erlebt und das sind dann Dinge dabei, wo dann der Kunde vielleicht was überlesen hat, ja, und hat das Ganze vielleicht nicht so ganz verstanden, hat es als Mangel dargestellt, was dann vielleicht keiner war. Aber auch wenn sowas passiert, da gibt es immer eine Möglichkeit, dass man das Ganze auf Kulanz dann regelt, ja, weil wir wollen ja da eigentlich einen Kundenservice bieten. Das ist ja auch mein Part als Journalist, habe ich natürlich auch schon einige Fälle mitbekommen, wo Kunden mit ihrem Produkt unzufrieden sind oder tatsächlich auch was kaputt gegangen ist und ich dann kontaktiert werde, kann das so sein und ne, es gibt Probleme. Also meistens kontaktiert man mich, wenn man als Kunde feststellt, dass der Hersteller oder Händler, dass man da nicht weiterkommt und dann versuche ich auch immer objektiv Hilfe zu geben, wo das möglich ist. Bin ich aber bei dir. Ganz wichtig ist eigentlich, dass man immer versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden, gerade wenn so ein Fall schwierig ist. Und mit einem guten Fachhändler findet man eigentlich auch immer eine Lösung. Und die meisten Fälle, die ich tatsächlich kenne, sogar die, die mit Eskalation angefangen haben, sind meistens dann friedlich letztendlich und für beide Seiten akzeptabel beendet worden. In dem Moment, wo beide Seiten dann gesagt haben, okay, ich kann meinen Kopf nicht komplett durchsetzen, wir müssen miteinander reden. Man kann sich Zeit sparen, wenn man das sofort versucht, diese Lösung zu finden. Ja. Aber Thema ist ja, was hat man überhaupt, was sind überhaupt die gesetzliche Lage und was gibt es da für Unterschiede? Es gibt ja drei Möglichkeiten, sich abzusichern, nicht? Also die erste ist die Gewährleistung, das ist das, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Dann gibt es ergänzend die Herstellergarantien, das ist das, was die Hersteller freiwillig machen, wo sie natürlich auch selber Einfluss haben, was sie abdecken. Und dann gibt es die Garantien, die ja in den letzten Jahren so aufgekommen sind, die man noch zusätzlich sich kaufen kann. Das ist wie eine Versicherung. Das ist ja praktisch eine Art Versicherung. Genau, ja. Diese drei Möglichkeiten hat man ja, sich selber abzusichern. Jetzt ist es ja so, es hat sich ja gerade im letzten Jahr oder vor kurzem wurden ja genau einige Gesetze geändert, angepasst, gerade an Internethändler. Ja, genau. Und da hat sich ja auch die Beweislage jetzt zum Beispiel bei der Gewährleistung. Richtig, also genau, Gewährleistung. Hat sich geändert. Fangen wir damit an. Ja. Gewährleistung ist die gesetzliche Pflicht, für ein Produkt zu haften, das laut Hersteller kaputt ausgeliefert wurde, mehr oder weniger. Es ist immer so schön formuliert, ein Mangel, der bei der Warenübergabe oder bei der Auslieferung vorhanden war. Und diese Gewährleistung gilt 2 Jahre, das klingt eigentlich erstmal sehr gut. 2 Jahre, da denkt man vielleicht, 2 Jahre bin ich sicher, egal was passiert, 2 Jahre kriege ich Ersatz. Dem ist nicht so. Es war bislang tatsächlich so, dass man im ersten halben Jahr tatsächlich ziemlich sicher war, im ersten halben Jahr irgendwas kaputt gegangen ist. Gut, im ersten halben Jahr ist ja auch sehr wahrscheinlich, dass das wirklich von Anfang an kaputt war. Wenn etwas so schnell kaputt geht, ne, dann kann das eigentlich neu nicht 100% in Ordnung sein. Aber nach 6 Monaten ist das dann tatsächlich so gewesen, dass wenn ich jetzt als Kunde sage, das Gerät funktioniert nicht richtig und das war anscheinend von Anfang an ein Schaden oder ein Fehler, der hat sich jetzt erst geäußert, dann musste man das nach 6 Monaten selber beweisen. Ja, wenn man jetzt sagt, ne, der Beamer, der Lüfter rattert,
Ja? Im siebten Monat, ja, der Lüfter darf doch eigentlich nach, ne, der muss ja einen Produktionsfehler haben, wenn er nach 7 Monaten rattert. Dann war es tatsächlich so, dass das dann der Kunde beweisen muss. Und wie beweist man das dann? Ein Gutachten? Keine Ahnung. Ne? Diese Zeit hat sich jetzt verlängert auf 1 Jahr. Immerhin. Das heißt, man ist jetzt als ein Jahr als Kunde relativ sicher. Und wenn da jetzt ein Fehler auftritt und der Händler, das ist auch ganz wichtig, die Gewährleistung ist immer gegenüber dem Händler, der einem das Gerät verkauft hat. Der Hersteller hat damit eigentlich erstmal gar nichts zu tun. Und wenn der Händler jetzt sagt, nö, das ist kein Mangel, das ist Verschleiß, dann muss der Händler tatsächlich das beweisen, dass das kein Mangel ist. Und das ist immer recht schwer. Das ist also die A-Karte sozusagen. Ja, sagen wir mal, bei einer Lampe, was ein typischer Verbrauchsmittel ist, da ist das natürlich einleuchtend, das weiß auch der Gesetzgeber. Genau, richtig. Aber was den Rest jetzt anbelangt, unsachgemäße Handhabung kann jetzt zum Beispiel sein, wenn der Lüfter 2 Jahre nicht gereinigt wurde. Genau, der Händler könnte jetzt sagen... Das steht in der Bedienungsanleitung. Ja, ja. Der Händler könnte jetzt sagen, du hast das Gerät nicht richtig gewartet. Aber dann wärst du im ersten Jahr der Händler tatsächlich beweispflichtig. Der Händler muss das im ersten Jahr beweisen, dass das der Kunde den Fehler gemacht hat. Im zweiten Jahr muss das der Kunde beweisen, dass er den Fehler hat. Das ist genau der Punkt. Und wer die Beweis hat, der hat natürlich auch das Problem. Und und wenn beide Parteien sich nicht einigen, dann ist es halt ist immer schwierig. Ne? Dann geht's, wer will das schon durchklagen oder vor Gericht? Also tatsächlich ist so, Gewährleistung, nach meinem Ermessen ist man im ersten Jahr als Kunde recht sicher. Aber im zweiten Jahr ist das nicht mehr so. Auch wenn man tatsächlich die Gewährleistung noch hat. Ne? Nun gibt es vielleicht auch Fälle, die eindeutig sind, wo auch der Händler dann nicht anfängt. Ne? Also man muss auch mal so sehen, ne? Wenn man sich jetzt denkt, ne? Wunderbar, der Hersteller, der macht ja so tolle Garantien, muss man aber als Kunde auch bedenken, dass das ja trotzdem über den Fachhändler abgewickelt wird. Ja? Und es kann zum Beispiel sein, und das ist jetzt eigentlich, hat sich das auch schon zur Regel entwickelt, dass wir zum Beispiel das Gerät dann, wenn der Hersteller das so geschrieben hat, direkt austauschen. Also wir geben dann direkt ein neues Gerät raus und wir müssen dann bis zu 12 Monate warten, bis wir diesen Austausch überhaupt gutgeschrieben bekommen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das ist ja auch schon so eine Sache, welchen Händler ich wähle. Ja, 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 also zum Beispiel kann man gut vorstellen, dass das andere Händler nicht so einfach machen. Also da spielen auch so ein paar Faktoren die Rolle. Also wenn, aus meiner Erfahrung zeigt sich, es gibt Händler, ja, die Händler haben auch ihre eigene Strategie, ne, wie sie das bei dem Hersteller durchsetzen. Und die Hersteller, die versuchen manchmal auch Zeit zu gewinnen oder sich zu drücken, muss man ehrlich sagen. Das hängt natürlich auch ein bisschen von der Höhe des Schadens ab. Und ein Händler, der mit dem Hersteller sehr gut klarkommt und sehr gute Connections hat, der ist tatsächlich im Vorteil, ist einfach so. Ja. Oder ein Händler, der, wenn man ehrlich ist, auch mehr Umsatz macht und so weiter. Also es gibt schon Vorteile, die ein Händler haben kann beim Hersteller, um Sachen schneller abwickeln zu können. Und auch der Willen des Händlers natürlich. Ne? Es gibt auch Händler, die sind also da einfach mehr. Wir haben zum Beispiel schon die tollsten Sachen erlebt. Wir haben ja auch hier... Wir haben ja, wenn wir Ware bekommen, größere Gebindemengen. Da muss man sich das mal vorstellen, dass wir ja nicht jedes Paket und jeden Fernseher da hochheben können. Der wiegt ja 100 Kilo, ja, und wir können das nicht alles bewegen. Und dann stellt sich auf einmal raus, wenn wir den 10. verkaufen, dass da einer mit dem Stapler komplett durchgefahren ist. Ja, und wir haben das auch nicht gemerkt, schicken das zum Kunden. So, und der Kunde, der kriegt einen Herzinfarkt. Oh, um Gottes Willen, was mache ich jetzt? Ja, und er meldet das und so weiter und so fort. Ja. Aber da muss ich sagen, kommt es auch dann zu Problemen, wenn man da einen Hersteller hat, der da für sowas bekannt ist. Aber wir haben da mit Marken gearbeitet, die auch sehr bekannt sind und die das natürlich wissen, wie es bei denen in den Lägern zugeht. Ja. Ja. Und die haben das schon vorher kalkuliert und die machen da keinen großen Terz draus. Die sagen, wir schicken gleich neu. Ja. Ja, also das muss man, die sind sehr kulant. Also wenn ich jetzt so einen chinesischen Händler hätte, die wollen mit sowas nichts zu tun haben. Die kennen nur eins und das ist Verkaufen. Okay, ja. Also wie gesagt, das hängt vom Hersteller ab,
auch von der Beziehung zwischen Händler und Hersteller, die man als Kunde ja gar nicht kennt. Nicht? Ja. Also deshalb, es ist tatsächlich auch eine Vertrauenssache, denn wenn es ein Problem gibt, dann braucht man wirklich einen Händler, der einem da fair verhandelt und sich auch dahinter klemmt. Und wenn man da gute Erfahrungen hat, dann sollte man da meiner Meinung nach auch bei bleiben. Ich, ganz ehrlich, also ich habe schon, meine Erfahrung zeigt schon, dass die Händler schon alles wirklich versuchen für ihre Kunden zu erreichen. Auf jeden Fall. Zumindest die Händler, mit denen ich so kooperiere. Das bringt uns ja eigentlich auch zum zweiten Thema. Das eine ist halt die gesetzliche Gewährleistung. Das andere sind die Garantiebedingungen. Aber die unterliegen ja auch einem Gesetz. Natürlich, sicher. Also der Hersteller, der macht ja eine freiwillige Garantie. Die ist ja dann oben drauf. Das fängt ja schon mit der Garantielaufdauer an. Das wird ja auch oft beworben. 2 Jahre Hersteller, 3 Jahre Hersteller, 4 Jahre vor Ort Service. Da gibt es ja auch immer so, Hersteller sagen ja auch, bewerben das ja auch, was sie an Garantien angeben. Aber trotz, da fängt schon an, dass der Hersteller selber ja auch schon entscheidet, wie lange er Garantie gibt. Der kann auch nur 1 Jahr Garantie, da gibt es keine, der kann auch nur 6 Monate Garantie geben, weil es ja eine freiwillige Leistung ist. Wenn er eine Garantie übernimmt, muss er sich natürlich schon an gewisse Gesetze halten. Nach meinem Kenntnisstand muss er ziemlich genau definieren, was er garantiert. Also man muss als Kunde schon klar verstehen, was garantiert wurde. Er kann das nicht alles so schwammig machen, dass er im Zweifelsfall überhaupt nie was tun muss. Ich habe mir schon oft Garantiebedingungen durchgelesen. Meistens sind die sehr allgemein gehalten, deswegen, weil die nicht nur ein Produkt abdecken. Ne? Wir sind ja eher im Beamer-Geschäft. Beamer sind sehr spezielle Geräte mit sehr speziellen Problemen, die auftauchen können. Aber so ein Hersteller hat ja viele Produkte. Nach meinem Erkenntnis ist es meistens zugunsten des Kunden, weil er nämlich sehr wenig ausschließt. Also da steht zum Beispiel in den Garantiebedingungen von einem Beamer steht oft nicht drin, muss alle 400 Stunden gereinigt. Also es steht schon, dass er gemäß Anleitung gewartet werden muss. Ne? Da muss man sich dann zum Beispiel auch dran halten. Das sind dann Bedingungen, die der Hersteller sagt. Er sagt, wenn ich dafür haften soll, dann musst du, lieber Kunde, das Gerät auch nach. Und das ist ja auch legitim. Ne? Aber da geht schon los. Ne? Da kann nämlich dann schon ein Problem entstehen. Hast du ja gerade gesagt, jetzt ist ein Beamer komplett dunkel, weil er voller Staub ist. Und der Kunde sagt, super, ich habe Garantie. Und der Hersteller sagt, Moment mal, du hast aber die Filter. Sagen wir mal so, der Kunde ist Kettenraucher. Ja. Sage ich jetzt einfach mal. Ja, da geht schon los. Also wenn der Kunde Kettenraucher ist und der Hersteller will keine Garantie übernehmen, dann muss der Kunde eigentlich tatsächlich entweder in der Anleitung oder in den Garantiebedingungen, ich kenne solche Fälle, ich hatte die schon, dann muss der Hersteller tatsächlich angeben, du darfst nicht rauchen. Das muss entweder in der Anleitung stehen oder in den Garantiebedingungen. Wenn das da nicht drin steht, also muss der Kunde das nicht annehmen, dass das schädlich ist. Das ist richtig, aber man muss ja davon ausgehen, so ein Großkunde, der nimmt sich dann natürlich professionelle Beratung und die nehmen dann eine Software und da ist das alles schon automatisch ausgeschlossen. Ja. Und zweitens, auch wenn es nicht drin steht, der Punkt ist ja der, wenn jetzt der Hersteller, es landet vor Gericht und die Praxis zeigt, das habe ich auch oft gesehen, es wird selten das bis zum Ende durch, es gibt immer eigentlich einen Vergleich. Also auch ein vernünftiger Richter sagt dann wahrscheinlich, es gibt auch sowas wie Menschenverstand, nicht? Und was man als Kunde auch wissen muss oder was zu erwarten ist. Oder seitdem, es kommt nur nicht zum Vergleich, wenn es grob fahrlässig ist. Ja. In der Regel kommt es zum Vergleich. Es ist auch so ein bisschen eine Utopie, dass man denkt, auch wenn man sich im Recht fühlt, ich kriege das alles 100% durchgesetzt. Das kann vorkommen, aber es ist schon ein steiniger Weg, glaube ich auch. Deshalb auch hier wieder am besten, man versucht das gemeinsam zu lösen. Es ist ja auch so, es wird, ich glaube, es gibt auch da so einen Nebensatz im Gesetz, dass das für den Händler verkraftbar sein muss. Genau. Weil man muss ja sagen, wenn man, sagen wir mal, man hat jetzt irgendwas gekauft für 3.000 Euro und der Händler, der hat vielleicht 200 Euro dran verdient. Da kann man jetzt nicht erwarten, dass man den Händler jetzt mal so richtig... So ein Gerät dahin hat, dein Problem, so richtig, was du damit machst. Sagen wir mal, eins vor den Latz knallt, ja. Und da will man dann seinen Reichsparteitag feiern und sagt dann, den verklage ich jetzt auf 2.000 Euro. Also das ist mir auch aufgefallen, manche lesen sich den Gesetzestext durch und nehmen den wörtlich. Es gibt ja sowas, es gibt ja immer den Text, aber es gibt ja auch die gültige Rechtsprechung, was die Richter daraus machen. Und so ein typischer Fall zum Beispiel, man kennt das alles, es gibt immer diese Nachbesserung. Ne? Also man hat einen Mangel und dann heißt es,
oft in den Ratgebern, der Hersteller hat dreimal das Recht zum Nachbessern. Also, das steht tatsächlich so nicht, also ich habe es nicht gefunden, es steht so nicht im Gesetzestext, da steht nicht, dass der Hersteller dreimal das Recht hat, nachzubessern. Also könnte man als Kunde sagen, ja, wo kommt das denn her? Das ist ja Quatsch. Ich will jetzt ein neues Gerät, ich muss keine Nachbesserung, das steht tatsächlich nicht drin. Tatsächlich muss man vielleicht auch nicht immer eine Nachbesserung akzeptieren, aber es steht durchaus im Gesetzestext, dass die Behebung des Fehlers, das hast du gerade richtig gesagt, wirtschaftlich sein muss. Und deshalb hat das eine das andere ergeben. Das heißt, das steht im Text und die Richter haben im Laufe der Zeit eben in der Rechtsprechung daraus diese Nachbesserung entwickelt, weil die haben gesagt, was ist denn wirtschaftlich? Ne? Wenn man jetzt sagt, hier Händler, genau, du hast 200 Euro, der kostet 3.000, mir doch egal, und hast da halt den Gewinn von 10 Geräten, ne? Ich will jetzt ein neues, dann ist das für dich eigentlich unzumutbar, wirtschaftlich. Und das haben die Richter halt so draus gemacht und gesagt, okay, fair ist, dass man das als Händler nachbessern kann, weil die Reparatur natürlich nicht so teuer ist wie ein kompletter Ersatz. Ne? Genau. Und das muss man dann als Kunde schon auch akzeptieren. Ne? Das muss man dann vielleicht bei sehr günstigen Sachen nicht akzeptieren, aber bei teuren Beamern, die oft mal ein paar tausend Euro kosten. Ja, das ist also beim Beamer nicht anders wie beim PKW oder beim Autokauf. Ne? Also man kauft es ja trotzdem. Und es ist ja immer so, wir versuchen immer die Kulanzregelung immer nett und kundenorientiert zu bleiben. Also total. Es ist ja eigentlich auch so, wenn ein Gerät wirklich kaputt ankommt, das heißt eigentlich so DOA, Dead on Arrival, dann wird das eigentlich ja nicht groß. Also das kann ich als Kunde ja verstehen. Ich habe was bestellt, krieg es und es ist von Anfang an kaputt. Und dann sagt mir der Händler, ja, jetzt musst du drei Monate warten. Ne? Das ist ja der Horror, ne? Genau. Das Horror-Szenario. Das wollen wir ja alle vermeiden. Aber wir wollten noch mal auf die Garantiegesetzesbestimmungen. Ja. Ist es ja so, dass ja alles ganz klar, Ross und Reiter muss benannt sein. Richtig. Und das haben wir ja schon. Also das muss ich auch nicht als Händler. Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn ich das Paket, wo diese Ware drin ist, aufschneide, werden diese ganzen Schriftwerke. Da sind ja immer diese Zettel bei. Die sollte man aufheben. Die sollte man auf jeden Fall aufheben und man sollte sie sich auch wirklich durchlesen. Das ist zwar oft auch immer so ein bisschen behördenmäßiges, ne? Behördenmäßige Texte, aber damit man wirklich weiß, woran man ist. Und aufheben deshalb, weil der Hersteller durchaus seine Garantiebedingungen auch mal ändert. Und ich weiß gar nicht, ob er dann die alten auch noch abrufbar machen muss. Aber wenn man sie sich hinlegt, sagt, das habe ich gekauft mit diesen Garantiebedingungen, und die werden dann die binden für den Hersteller. Und die Hersteller versuchen dann meistens auch, also nach meinen Erfahrungen, die Hersteller letztendlich erfüllen sie dann auch ihre Garantie. Also ich will jetzt nochmal zum Schluss nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass es keine Rechtsberatung war. Genau. Wir sind beide keine Juristen. Wir haben nur Erfahrung. Wir sind keine Rechtsanwälte. Wir haben uns das Beobachter jetzt, der Realität sozusagen. Wir haben uns das ergoogelt und ich habe auch schon ein paar Prozesse tatsächlich so als Drittperson teilweise erfolgt oder solche Fälle. Und in der Regel wird ein Kompromiss gefunden, also der für beide akzeptabel ist. So, ich würde sagen, jetzt lassen wir es mal dabei. Genau, also jetzt vielleicht der Fall, wenn man jetzt wirklich sagt, ich möchte besser abgesichert sein. Nee, dann das kommt jetzt gleich im zweiten Step. Wir kürzen jetzt mal hier kurz ab. Trinken wir was und dann geht's gleich weiter. Also bleibt dran. Bis gleich.